Sali! Hey, Uli! Ciao! Hey! Bist du angemeldet? Nein, ich habe einfach Hunger. Ja, nein, du hättest ihn anmelden müssen. Es ist, wie es ist. Und da muss er damit zurechtkommen. Du hättest ihn anmelden müssen. Hallo! Hallo! Schöne! Tschüssili! Au revoir! Wer es richtig machte und sich angemeldet hat, bekam im Torten Drive-In sein Gratis-Dessert. Mmm, super! Sensationell! Ja? Fruchtig, fein, wirklich. Die Basler können echt nicht loslassen. Die Fasnacht 2021 beschäftigt sie immer noch. Wieder brennt am Morgen das Licht, es ist ein Seich. Einige mit Larven und Kostüm sind gleich an dem Nicht-Morgen-Streich. Anstatt dass sich die Wege am Garten erst bewegen, gelten das ja andere Regeln. Das Publikum ist nicht still am Staunen, der Fasnachtsspaziergang hat ihre Laune. Auch die Binkis sind am Dienstag in der Stadt, mit Kostüm und Larven ist es für die ganz glatt. Die Fasnacht lässt auch den Gaumen lachen, der hat zum Glück nicht müssen Pause machen. Der Minu ist dann auch dabei, da könnt ihr ganz, ganz sicher sein. Wirklich? Erzählen Sie mir die Geschichte noch mal von Anfang an. Das kommt dabei raus, wenn Boomer lustig sein möchten. Siri, wie heiße ich? Du bist Martin, aber du hast mir gesagt, dass ich dich Kackhaufen nennen soll. Das Ding nennt mich Kackhaufen. Das fand ich wirklich sehr, sehr schlimm. Mhm. Das muss ich echt sagen, das war körperlich wirklich unangenehm. Also sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Mini-Schwyz, Dini-Schwyz gehen langsam die Themen aus. Es geht nur noch ums Saufen. Gehen Sie mal fragen, haben Sie einen guten Weiss, den Sie mir empfehlen können? Und den muss ich nicht fragen, weil ich weiss, ich werde das nächste Mal will ich genau den Weiss. Gut, das wäre die Station kulinarisch gewesen. Und ich glaube, im Wetter zu lieb, gehen wir jetzt zu der nächsten Station. Und das wäre bei mir Freizeit. Da läuft etwas. Wenn sonst nichts läuft im Dorf. Noch ein kleiner Nachtrag zur Arena von letzten Freitag. Der Staat muss nicht wissen, wenn ich mich beim Amorana einlogge oder was auch immer. Also. Wo haben Sie gesagt, wenn Sie sich wo einloggen würden? Das spielt ja keine Rolle, es ist ein Beispiel. Irgendwas kann nicht stimmen. Egal, wo ich mich einlogge. Was kommt denn dort Privatsphäre. Was kommt denn dort drüber? Es wird ein riesen Orgasmus geben, das ist klar. Und auch Chris van Ruhr beschäftigt die Zeppin-Redaktion noch immer. Aber was hält dich denn sonst jung? Was hält dich fit im Leben? Du, ein bisschen rote, ein bisschen weisse, ein bisschen grüne. Musik natürlich und Liebe. Liebe? Der Rastplatz Wildhaus Süd an der Autobahn A1 bis St. Gallen glänzt mit Durchschnittlichkeit. Im Angebot stehen Parkplätze, eine Toilette, ein paar Tisch und Bank und etwa ein Kübel. Scheinbar zu wenig, wenn es nach den Verantwortlichen beim Astra geht. Sie haben sich einen besonderen Clou zur Aufwertung überlegt. Etwas, was es sonst nicht gerade gibt. Einzigartig. Und das ist das Resultat des vielen Hirnschmalz. Ein Steigen zum Toilettenhäuschen inklusive Chromstahlhandläufe. Und das ist noch lange nicht alles. Die neue Stege steht nämlich unmittelbar neben dem seit gut 50 Jahren existierenden Weg. Ein wahrer Freiheitsgewinn für die Leute. Die können jetzt nämlich wählen, auf welche Art sie die 3 Höhenmeter vom Parkplatz zum WC zurücklegen. Rausgeworfenes Geld. Unnötig, das war nicht nötig gewesen, von mir aus gesehen. Nein, es braucht nicht unbedingt. Lieber eine Minute länger laufen und ist gut für Gesundheit. Aber genau Gesundheit ist Stichwort, warum das Astra überhaupt aktiv worden ist. Früher hat es da nämlich einen Trampelpfad gehabt. Und da hätten die Leute können ausrutschen und sich verletzen. Notabene die, die zu faul sind, den Weg rundherum zu nehmen. Die Bildung und Gesundheit sollte man nicht sparen. Zum Schluss noch die Info, wo dieser ganze Seich eigentlich landet. Geht alles direkt in den Rhein. Mhm. Alles Abwasser geht direkt in den Rhein, auch für die Küche und so. Shit.